Was geht ab, Freunde der Sonne? Hier ist mal wieder Turbo Torben. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute in diesem Video werde ich euch den meiner Meinung nach besten Schreckschuss Selbstverteidigungsgasrevolver der Welt vorführen. Viel Spaß dabei. So Leute, hier haben wir das gute Stück. Den habe ich ganz frisch auf E-Gun ergattert. Also ist schon gebraucht, benutzt, wurde schon getragen. Aber ich habe ihn sehr günstig bekommen. Also für einen Preis, da kann man sich wirklich nicht beschweren. Aber den erstmal kurz zur Seite, denn ich zeige euch jetzt nochmal kurz meinen bisherigen Schreckschussrevolver. Also ihr wisst ja, ich bin ein Fan von diesen Revolvern. Ich würde sie einer Pistole immer bevorzugen, weil, also wenn es jetzt, wenn man jetzt wirklich eine Schreckschusswaffe zur Selbstverteidigung tragen würde oder möchte, dann würde ich euch auf jeden Fall einen Revolver empfehlen und keine Pistole, weil diese Pistolen, ich möchte jetzt niemandem seine Pistole schlecht reden, ja, wenn euch, wenn ihr da sämtliche Munitionen ausprobiert habt und da 10 Magazine durchgejagt habt und ihr hattet nie irgendwelche Probleme, dann behaltet sie, ja, und wenn ihr wollt, führt sie auch. Aber es gibt so gut wie keine Pistole, meiner Meinung nach, die keine Klemmer hat. Ja, also ihr wisst ja, Pistole, ihr schießt, repetiert und irgendwann klemmt immer mal so eine Munition, Munitionskartusche hier oben im Schlitten. Und sollte euch das halt in einer Selbstverteidigungssituation passieren, dann habt ihr wirklich die A-Karte, ja. Und es gibt solche Klemmer, da zieht ihr den Schlitten einmal nur kurz zurück und könnt dann wieder weiterschießen. Es gibt aber auch die Klemmer, die klemmen und dann ist erstmal vorbei, ja. Die müsstet ihr da irgendwie mit einer Zange erstmal rausholen. Und wenn euch sowas passiert, ist halt wie gesagt vorbei. Und Revolver sind auf meiner, also meiner Meinung nach auf jeden Fall die bessere Variante. Ich bin auch ein Fan davon, sieht so ein bisschen aus wie bei Dirty Harry, ja. Und das ist mein bisheriger Schreckschussrevolver. Smith & Wesson Chief Special, ich habe ihn glaube ich schon mal gezeigt in einem Video, hat 5 Schuss. Kann man wie gesagt zur Selbstverteidigung benutzen oder auch einfach nur zum Sammeln oder an Silvester kann man damit schießen oder so. Und ja, das hier ist jetzt mein neuer, das ist ein HW88 Airweight von Arminius, made in Germany, 9mm RK. Also Revolverknall, gleiches Kaliber wie dieser hier. Also optisch sind die sowieso nicht identisch, aber sehr ähnlich. Ja, sehr ähnlich. Hat auch 5 Schuss. So, und ihr seht natürlich, also das hier ist die brünierte Version. Das hier ist so ein bisschen Nickel, würde ich sagen. Und ja, diese Revolver sind auf den ersten Blick sehr ähnlich, aber auch sehr unterschiedlich. Und ich möchte euch jetzt zeigen, warum. Also ich habe mir diesen hier gekauft, weil ich der Meinung war, dass er wirklich auch zum Führen vielleicht geeignet ist. Wird dann jetzt aber von diesem hier abgelöst werden. Und zwar erzähle ich euch erstmal die Unterschiede. Die Unterschiede sind, erstmal seht ihr hier die Griffschalen. Ja, also das ist echtes Holz. Das sind echte Holzgriffschalen. Theoretisch könnte man, also das hier ist natürlich Kunststoff. Seht ihr, das sind so Kunststoff-Plastikgriffschalen. Ich könnte jetzt auch Holzgriffschalen für diesen hier nachkaufen. Zwar nicht original Smith & Wesson, aber es gibt da auf jeden Fall welche. Ich fand die Kunststoff-Griffschalen jetzt auch nicht schlecht. Also ich finde schwarz auch ganz schick. Aber wie gesagt, echtes Holz schlägt natürlich Kunststoff, ne? Ist ja klar. So, dann, hier sehen wir nochmal Weihrauch Sportwaffen, made in Germany steht da drauf. So, dann gibt es da noch einen Unterschied, und zwar in den Materialien. So, und dafür hole ich mir jetzt hier einen Magneten, und ihr seht schon hier, ja, also das ist alles nicht so sehr magnetisch hier. Und wenn ich jetzt hier den Hahn spanne, dann seht ihr hier, da habe ich schon ein paar Mal abgezogen. Stellte nicht ganz scharf jetzt gerade. Da ist so eine kleine Stahleinlage. Ja? Das ist halt da, wo der Hahn auf den Hammer schlägt und dann hier das Zündhütchen trifft. Da haben wir so eine kleine Stahleinlage. Ja? Die ist dann auch magnetisch. Aber hier, wie gesagt, nicht. Und hier, ja, da oben ist ein bisschen magnetisch. Und hier der Abzug ist auch überhaupt nicht magnetisch, ja. Jetzt sehen wir hier, bam, da ist auf jeden Fall der Hammer hier aus Stahl. Das ist aus Stahl und
Der Abzug ist auch aus Stahl. Die Trommel hier ist nicht aus Stahl. Und hier am Lauf ist natürlich auch noch ein bisschen Stahl drin. Die Schrauben und so weiter natürlich auch. So, also wir haben hier bessere Qualität, mehr Stahlteile. Sollte mehr aushalten. Und ihr seht auch hier, ich weiß jetzt nicht, wie oft der geschossen hat. Ich habe noch nicht mit ihm geschossen. Aber hier ist es jetzt überhaupt noch nicht irgendwie abgenutzt oder so, ja. Und bei diesem hier ist es trotz Stahleinlage der Fall, weil die irgendwie nicht ganz mittig ist. Was ich aber jetzt auch nicht so weit schlimm finde. Wenn es zu weit abgenutzt ist, könnte halt natürlich sein, dass irgendwann hier die Kartusche nicht mehr ausgelöst wird. Aber ich glaube, da bin ich noch lange nicht. So, jetzt der nächste, der wichtigste Unterschied. Zeige ich euch jetzt anhand meiner Küchenwaage hier. So. Also das hier ist schon einer der leichtesten Revolver, weil ihr müsstet, wenn ihr den jetzt wirklich mitnehmt, also natürlich nur mit kleinem Waffenschein, wenn ihr den in der Tasche habt, dann ist, auch wenn das so ein kleiner, eigentlich leichter Revolver ist, ja, das ist schon ein ordentlicher Oschi. Also das ist schon, das gibt schon eine ordentliche Beule in der Hose und das merkt ihr auch. Das ist mehr als ein Schlüsselbund, ja. Und wenn ich den jetzt hier rauflege, dann haben wir 483 Gramm und er ist jetzt noch nicht geladen. Ja, also ich, wenn ihr jetzt da noch die Patronen reintut, ich werde es mal jetzt einfach nochmal wissen, wie viel wiegt er denn jetzt geladen? Ich schätze mal so jetzt noch 10 Gramm vielleicht mehr oder 20 Gramm mehr. Ja, okay. Also knapp 500 Gramm wiegt das Teil dann, wenn ihr den so mit euch schleppt. Ja, also schon ein gutes halbes Kilo. Und wie gesagt, das ist schon, also wenn das Ding so schwer ist und so groß ist, dann bleibt es auch regelmäßig zu Hause. Das verspreche ich euch. Und jetzt kommen wir zu dem neuen hier. Eiskalt, nur 279, eigentlich sind 77, ich weiß jetzt nicht wie, 78 zeigt er jetzt. Eigentlich sind 77. Also auf jeden Fall, als ich vorhin gemessen habe. Und ja, das ist natürlich ein gewaltiger Unterschied. Ja? Und das liegt daran, einfach hier, weil der Rahmen, das ist eine besondere Aluminium-Legierung. Ich weiß nicht genau, auf jeden Fall ist das extrem leicht. Ja? Das fühlt sich fast nach nichts an. Also schon, man hat schon noch was in der Hand, so, aber bei diesem hier, da hast du richtig, das ist richtig so ein Oschi, ja, der ist echt schwer. Und dieser hier ist, wie gesagt, richtig leicht. Ja, den kannst du in der Tasche mit dir führen und der stört auf jeden Fall nicht. Also natürlich, die Größe ist ungefähr die gleiche. Ich glaube, er ist ein bisschen schmaler. Minimal, vom Gefühl her, ein bisschen schmaler. Aber ja, das Gewicht, das macht auf jeden Fall einiges aus. Ja, und jetzt gucke ich auch nochmal, ob sich hier die Kartuschen gut laden lassen. Also einen Schusstest gibt es heute nicht. Für die Leute, die darauf warten, die muss ich enttäuschen. Ich habe heute nicht die Möglichkeit, auf ein privates Grundstück zu gehen. Und in meiner Wohnung wird das nichts. Vor allem nicht mit Pfeffermunition. Ja, also sagen wir mal so 292 Gramm. Das ist gute 200 Gramm leichter als dieser hier. Und das bei mehr Qualität. Ja, mehr Qualität. Anhand der Stahlteile, mehr Stahlteile, weniger Gewicht, mehr Qualität. Leider ist er boniert. Ich finde so Silber finde ich eigentlich optisch ein bisschen schicker, aber es soll ja auch praktisch sein. Und ja, ich führe diese Revolver sowieso so gut wie nie. Ja, aber ich habe ja mal ein Video darüber gemacht. Ich habe noch ein bisschen Öl an den Fingern jetzt. Also wie gesagt, ist heute angekommen. Ich führe eigentlich sowieso keine Waffe. Ich dürfte sie führen, weil ich einen Waffenschein habe, aber ich brauche sie einfach hier, wenn ich in meiner Gegend hier rumlaufe, brauche ich das einfach nicht, ja. Aber ich habe ja mal ein Video darüber gemacht, falls es Leute gibt, die wirklich in einer gefährlichen Gegend leben und die halt, ich sag mal, den physischen Nachteil besitzen, ja, also die jetzt halt nicht kräftig sind oder sich wirklich der Meinung sind, sie können sich nicht verteidigen, für die ist sowas vielleicht eine Idee, ja, aber für die wäre auch ein Pfefferspray auch eine Idee.
Ja, Schreckschuss, Revolver oder Pfefferspray. Es ist irgendwie besser, wenn du das Pfeffer so abdrücken kannst, finde ich. Aber der Revolver ist halt schon, brauchst du einen Waffenschein für und das Pfefferspray kannst du halt einfach mitnehmen. Der Revolver, die kosten hunderte Euro und das Pfefferspray kriegst du vielleicht sogar ab 5. Ja, also es muss nicht so ein Schreckschussrevolver sein. Pfefferspray oder CS-Gas, wer das ausprobieren möchte, sind natürlich da auch eine Möglichkeit. Diese Revolver, das ist so ein bisschen ein kleines Hobby von mir. Ja, also ich finde die so ganz schick optisch. Echte Waffen in Deutschland zu bekommen, ist natürlich nicht so einfach. Und ja, wenn ich irgendwann mal die Chance habe, in so einen Schützenverein zu gehen, wenn ich die Zeit dafür habe, sage ich mal so, dann würde ich vielleicht auch irgendwann mal einen richtigen Waffenschein machen, also eine Waffenbesitzkarte. Und dann würde ich euch vielleicht auch mal echte Waffen hier vorführen. Aber wie gesagt, das sind auch echte Waffen. Ja, also braucht man einen Waffenschein für, wenn du damit auf der Straße rumlaufen möchtest, einen kleinen Waffenschein. Mit einer echten Waffe den Waffenschein zu bekommen, ist so gut wie unmöglich. Und ja, das wollte ich euch nur zeigen. Also ich freue mich, dass ich diesen Revolver hier, neu kostet der 170 Euro oder so. Also schon nicht günstig. Ja, ist deutsche Qualitätsarbeit. Und ich habe ihn für unter 100 bekommen und er sieht echt top aus, da muss ich zuschlagen. Und ja, wollte ich euch zeigen, also Schreckschussrevolver, kleines Hobby von mir. Und das war es dann auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ich hoffe, es hat euch unterhalten. Lasst mir einen Kommentar da und dann sehen wir uns in den nächsten Videos. Peace.